Aktuell befindet sich die Welt in einem neuen Kalten Krieg, der mit der Periode von 1945 bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 verglichen werden kann. Im Gegensatz zu den heißen bewaffneten Konflikten, die für diese Ära charakteristisch waren, ist die gegenwärtige Situation ein geopolitisches Spielfeld des Wettbewerbs zwischen den Großmächten, mit Spannungen, die auf vielen Ebenen eskalieren, jedoch ohne direkte globale Konfrontation. Obwohl es nicht zu einer direkten Eskalation offenen Konflikts kommt, kommt es immer häufiger zu lokalen Kriegshandlungen, die das geopolitische Gleichgewicht beeinflussen. Länder, die in diesen neuen Kalten Krieg involviert sind, versuchen, Einfluss auf der internationalen Bühne durch Allianzen, Diplomatie und die Nutzung von wirtschaftlichem Einfluss zu erlangen. Die Technologie, insbesondere im Bereich der Cybersicherheit, ist zu einem Schlachtfeld von entscheidender Bedeutung geworden, und jede Seite strebt nach technologischem Vorsprung. Darüber hinaus kehrt der Wettrüsten, wenn auch in einer weit fortgeschritteneren Form, als Mittel zur Stärkung der Positionen der Staaten in diesem kalten Wettbewerb zurück. Internationale Organisationen und Allianzen werden erneut zur Arena, auf der politische Manöver stattfinden, um einen Vorteil zu erlangen. Die Weltgemeinschaft beobachtet besorgt die Entwicklung der Ereignisse im Bewusstsein, dass die Konsequenzen dieses neuen Kalten Krieges genauso ernst sein könnten wie die in der vorherigen Periode. Dennoch bleibt die Hoffnung auf Vermeidung eines offenen Konflikts und die Konzentration auf internationalen Dialog bestehen, was eine Herausforderung für die heutigen Führer darstellt, um die Eskalation der Situation zu verhindern und den Frieden auf der internationalen Bühne aufrechtzuerhalten. Im Zusammenhang mit katholischen Prophezeiungen gibt es viele Erwähnungen zukünftiger Ereignisse, einschließlich möglicher Invasionen in Europa. Im Laufe der Jahrhunderte haben viele Heilige, Päpste und Mystiker über das gesprochen, was in Bezug auf die spirituelle und geopolitische Zukunft der Welt geschehen könnte. Einige Prophezeiungen weisen auf die Möglichkeit einer Invasion in Europa hin, die von externen Kräften ausgehen könnte, oft als Bedrohung für christliche Werte wahrgenommen. Die Rivalen werden als Kräfte beschrieben, die im Widerspruch zu katholischen Lehren stehen und versuchen, ihre Vision von Welt und Religion aufzuzwingen. Diese Prophezeiungen betonen oft auch den Kampf zwischen verschiedenen Wertesystemen und den ideologischen Konflikt, der sich in Form einer bewaffneten Auseinandersetzung manifestiert. Visionen von einer großen Schlacht deuten darauf hin, dass dieser Konflikt globalen Ausmaß haben wird und Europa die Arena für die entscheidende Konfrontation sein wird. Dramatische Ereignisse, Schlachten und Unruhen werden beschrieben, die zu schwierigen Zeiten für die Menschheit führen sollen. Mystiker und Propheten weisen auch auf die Rolle der katholischen Kirche als wichtigen Akteur in der Lösung dieses Konflikts hin und stellen sie als eine Kraft dar, die sich gegen die Einführung von Ideologien wehrt, die den christlichen Lehren widersprechen. Pater Andrzej Czeslaw Klimuszko, ein bescheidener Franziskaner und Visionär, geboren 1905 in der Woiwodschaft Podlachien, erlangte Bekanntheit durch seine Visionen, die die Zukunft Polens, Europas und einfacher Menschen umfassten. Seine Prophezeiungen hatten oft apokalyptischen Charakter, wobei eine der bekanntesten die Zerstörung Europas betraf, gleichzeitig aber darauf hinwies, dass Polen eine der am wenigsten betroffenen Regionen sein würde. In einer seiner Visionen beschrieb Pater Klimuszko Szenen, in denen er Soldaten in kleinen, runden Schiffen über das Meer treiben sah, deren Gesichter verrieten, dass sie keine Europäer waren. Er sah einstürzende Häuser und weinende italienische Kinder. Er prophezeite tragische Ereignisse in Italien, die mit einer Katastrophe verbunden waren, wahrscheinlich durch den Ausbruch eines Vulkans oder ein Erdbeben. Insbesondere bemerkte er, dass ein Teil des italienischen Landes unter Wasser geraten sei.
Pater Klimusko sagte voraus, dass der Krieg im Süden ausbrechen würde, nachdem alle Verträge abgeschlossen und ein dauerhafter Frieden verkündet worden war. Er beschrieb auch Raketen, die über dem Ozean fliegen, sich mit anderen kreuzen und ins Meer stürzen, um Ungeheuer zu wecken. Er prophezeite, dass ein monströses Ungeheuer aus den Tiefen des Ozeans aufsteigen würde, riesige Wellen erzeugend, die auf Europa zusteuern würden. Im Kontext von Pater Klimuskos Visionen war das Szenario zukünftiger Ereignisse ebenso dramatisch wie apokalyptisch. Weitere Prophezeiungen deuteten darauf hin, dass der Konflikt eskalieren würde, wobei die Russen Richtung Rhein vorstoßen und Menschen anderer Glaubensrichtungen und Kontinente in Süditalien, Südfrankreich und an der Küste Spaniens landen würden. Westeuropa würde von diesen Ereignissen überwältigt werden. Pater Klimuskos Vision sah vor, dass sich die Russen mitten in Europa, genauer gesagt in Paris, niederlassen würden, das nach nur 45 Tagen Kampf zu ihrer Hauptstadt werden sollte. Dieses Ereignis sollte den Höhepunkt darstellen, bei dem der Einfluss und die Kontrolle über Westeuropa in die Hände der Russen übergehen würden. Klimusko beschrieb diese Invasion als Ergebnis eines bewaffneten Konflikts, der in der südlichen Region ausbrechen und tief auf den Kontinent vordringen sollte. Die Visionen von Pater Klimusko haben sich bereits weitgehend erfüllt. Er sagte unter anderem voraus, dass Karol Wojtyla Papst werden und den Namen Johannes Paul II. Annehmen würde, die islamische Invasion auf den alten Kontinent sowie dass Papst Johannes Paul I. außergewöhnlich kurz herrschen würde. Die Entwicklung weiterer Ereignisse bleibt offen. Ein weiteres Prophezeiung, das die Zukunft Europas beschreibt, stammt von Papst Johannes Paul II. Die Prophezeiung, die dem heiligen Johannes Paul II zugeschrieben wird und von Pfarrer Mauro Longhi beschrieben wird, wirft ein neues Licht auf die Zukunftsperspektive Europas und betont die Bedenken hinsichtlich des Islams als potenzielle Bedrohung für den Kontinent. Es ist wichtig, sich auf die Rolle und Erfahrungen von Pfarrer Mauro Longhi zu konzentrieren, der eine Schlüsselrolle bei der Übermittlung der Prophezeiung von heiligen Johannes Paul II. Über Europa spielte. Pfarrer Mauro Longhi, ein junger Priester, fungierte nicht nur als spiritueller Begleiter des Papstes, sondern arbeitete auch viele Jahre in der Kongregation für den Klerus, was ihm besondere Anerkennung und Vertrauen in der kirchlichen Hierarchie einbrachte. Seine Nähe zum Papst ermöglichte es ihm, an vielen wichtigen Momenten teilzunehmen, einschließlich Bergausflügen von Johannes Paul II. Es war während einer dieser informellen Situationen, vielleicht während einer Entspannung in der Natur, dass Johannes Paul II. Pfarrer Longhi seine prophetische Vision für Europa übermittelte. Die Rolle von Mauro Longhi bei der Übermittlung dieser Prophezeiung bringt Authentizität und persönliche Glaubwürdigkeit mit sich, da er Zeuge und direkter Teilnehmer dieser Gespräche war. Gemäß den Berichten soll Johannes Paul II diese Vision im Jahr 1992 erhalten haben, und ihr Inhalt wurde 2017 öffentlich bekannt gegeben. Lassen Sie uns nun in die Details dieser Vision eintauchen, deren Inhalt sich folgendermaßen zeigt: Erinnere die Menschen daran, die du in der Kirche des dritten Jahrtausends treffen wirst. Ich sehe eine Kirche, die von einer tödlichen Wunde gequält wird. Viel tiefer, schmerzhafter als die gegenwärtige, sagte der Papst zum Prälaten. Wenn er von der gegenwärtigen Wunde sprach, meinte der Heilige Vater den Kommunismus. Diese viel tiefere ist der Islam. Es ist der Islam. Sie werden nach Europa eindringen. Ich sah ganze Horden von Westen nach Osten ziehen, sagte der heilige Johannes Paul II. Sie werden nach Europa eindringen. Europa wird ein Untergrund, ein Relikt, ein Halbschatten wie ein zerrissenes Spinnennetz. Ein familiäres Gedächtnis, fügte er hinzu. Der Papst erklärte auch, wie die Kirche sich vor dieser Gefahr schützen soll. Ihr,
Kirche des dritten Jahrtausends, müsst diese Invasion stoppen. Aber Verteidigung wird hier nicht ausreichen, sondern euer vollständig gelebter Glaube, betonte der Papst. Diese Worte von Papst Johannes Paul II stellen seine Vorhersagen bezüglich potenzieller Bedrohungen für Europa, insbesondere in Bezug auf den Islam, dar, sowie seinen Appell an die Kirchengemeinschaft, stark an den Glauben als eine der Schlüsselmethoden zur Abwehr dieser Gefahr zu halten. Aus der Prophezeiung von Johannes Paul II geht nicht eindeutig hervor, ob er einen Kriegsanfall oder eher eine kulturelle und soziale Durchdringung meinte, die durch massenhafte Einwanderung erfolgt. Die gegenwärtige Realität zeigt, dass verschiedene ethnische und religiöse Gruppen aus verschiedenen Regionen eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der europäischen Gesellschaften spielen. Dies ist ein Prozess, der sowohl wirtschaftliche als auch flüchtlingsbedingte Einwanderung umfasst und komplexe und vielschichtige Auswirkungen auf soziale und politische Strukturen hat. Es ist erwähnenswert, dass wir bereits jetzt beobachten, wie Politiker unterschiedlicher Herkunft und Religion Schlüsselrollen in europäischen politischen Institutionen spielen. Diese politische Entwicklung ist Teil einer breiteren Debatte über Multikulturalismus und soziale Integration in Europa. Einerseits trägt es zur Vielfalt und Offenheit der Gesellschaften bei, andererseits weckt es Bedenken hinsichtlich des Verlusts kultureller und nationaler Identität. Pater Bosco, einer der herausragenden Geistlichen, übermittelte ebenfalls seine Visionen, die mögliche Herausforderungen in Bezug auf die Zukunft Europas aufzeigten. In einer dieser Visionen sah er eine Flotte von Schiffen, die einen Angriff auf den Kontinent symbolisierten. Ein faszinierendes Detail dieser Prophezeiung war die Beobachtung des Papstes, der zwischen diesen Schiffen hindurchfuhr und verzweifelte Anstrengungen unternahm, um die drohende Invasion zu verhindern. Diese Vision scheint darauf hinzudeuten, dass die Zukunft Europas von zahlreichen Versuchen geprägt sein könnte, die aus fernen Orten stammen. Die Anwesenheit des Papstes in dieser Situation unterstreicht die wichtige Rolle spiritueller Führung und moralischer Leitung angesichts potenzieller Krisen. Gleichzeitig, um dieselbe Zeit herum, soll die Jungfrau Maria prophetische Worte in La Salette gesprochen haben, die darauf hindeuteten, dass Menschen aus anderen Regionen und Glaubensrichtungen die Kontrolle über Europa übernehmen werden, insbesondere über Italien. Diese Prophezeiung stellt ein zusätzliches Element dar, dass die Bedenken bezüglich Veränderungen in den Strukturen europäischer Gesellschaften sowie mögliche Konflikte und Auseinandersetzungen aufgrund dieser Situation betonte. Auch der heilige Pater Pio, Papst Pius X und der heilige Robert Bellarmine werfen Licht auf die Zukunft Europas und potenzielle Bedrohungen durch Zuwanderer aus anderen Ländern. Pater Pio prophezeite ebenfalls, dass Zuwanderer aus anderen Regionen Europa einnehmen würden, was im Kontext früherer Prophezeiungen das Bild eines Kontinents zeichnet, der vor bedeutenden Herausforderungen und Veränderungen steht. Seine Vorhersage legte jedoch auch nahe, dass eine entschiedene göttliche Intervention diesen Angriff stoppen würde. Diese Prophezeiung, ebenso wie diejenigen von Papst Pius X und dem heiligen Robert Bellarmine, bezieht sich auf göttliches Eingreifen, das die potenziellen negativen Auswirkungen dieser Situation überdenken oder stoppen soll. Diese Visionen scheinen gemeinsam die bedeutende Rolle von Spiritualität, Gebet und göttlicher Fürsorge angesichts schwieriger Herausforderungen in der Zukunft zu betonen. Ein interessanter Aspekt dieser Prophezeiungen ist das Fehlen jeglicher Erwähnung der Rolle der Vereinigten Staaten und Chinas, die derzeit Schlüsselpositionen in der Weltpolitik, Wirtschaft und internationalen Beziehungen einnehmen. Das Schweigen über den Einfluss der USA und Chinas könnte Reflexionen über die sich verändernde Dynamik der globalen Macht und die Entwicklung der Rolle verschiedener Regionen im Kontext zukünftiger Ereignisse hervorrufen.
Es ist zu beachten, dass echte Prophezeiungen oft einen bedingten Charakter haben, was bedeutet, dass ihr Inhalt je nach Erfüllung bestimmter Bedingungen variieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass diese Prophezeiungen ausgesetzt, aufgehoben oder sogar geändert werden, was den dynamischen Charakter der spirituellen Übermittlung betont. Diese Bedingtheit bedeutet, dass die Zukunft nicht im Voraus festgelegt und fatalistisch ist, sondern immer eine Tür für Veränderungen offen lässt. Unabhängig davon, ob die Prophezeiungen beunruhigende Ereignisse oder das endgültige Heil vorhersagen, besteht immer die Hoffnung auf eine Umkehr des Schicksals durch Rückkehr zu spirituellen Werten, Busse für Sünden und Erlösung der Seelen. Aus dieser Perspektive sind Prophezeiungen immer mit einer spirituellen Perspektive verbunden, und ihr Ziel kann auch darin bestehen, die Menschen auf ihre Beziehung zu Gott und die Notwendigkeit der Umkehr aufmerksam zu machen. Es ist erwähnenswert, dass Prophezeiungen oft Präzision in chronologischer Hinsicht vermeiden, was ihre Interpretation zu einer Herausforderung macht. Sie sind nicht als chronologischer Kalender von Ereignissen konzipiert, sondern eher als Mittel zur spirituellen Provokation, das dazu anregt, über das eigene Verhalten und die Beziehung zum göttlichen Hirten nachzudenken. Was denkt ihr, welche Zukunft Europa erwartet? Haben eurer Meinung nach Prophezeiungen und Visionen von Geistlichen einen wesentlichen Einfluss auf gegenwärtige Ereignisse?